So Freunde, euer Simon hier, es ist Samstag, wir haben Thema Supplements. Steht eine kleine Supplement-Ecke und heute gibt es ein wirklich spannendes Thema, wahrscheinlich sehr heiß diskutiertes Thema und das zu Recht. Ich betone auch, das ist meine Meinung in diesem Video. Wenn ihr eine andere habt, bitte konstruktiv drunter schreiben, aber auch bitte begründen, so wie ich das hier tue. Also ich begründe immer meine Meinung und zwar geht es um das Thema, warum nicht Omega-3 und meine Essentials oder insgesamt Vitamin D3, K2, Zink, Magnesium, warum soll das nicht in ein Produkt? Vielleicht als erstes, das wird wahrscheinlich viele freuen, die Produkte sind wieder da, also Omega-3 und die Essentials sind wieder da. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass sie nach 2 Tagen komplett ausverkauft sind. Die erste Charge, die zweite ist jetzt da. Und auch mit dem Einführungsrabatt, den ihr praktisch dann verpasst habt, wenn ihr es nicht mehr hin, wenn ihr sie nicht mehr gekriegt habt, also auch 10% auf die beiden Produkte zuschlagen. Und den Preis könnt ihr gerne vergleichen. Das ist echt ziemlich krass. Deswegen komme ich aber auch gleich zu, warum ich finde, dass das auch wirklich ein guter Preis sein sollte für solche Produkte. Viele haben aber dann auch gefragt bei der großen Nachfrage, Simon, wenn doch beides so wichtig ist, wenn du doch findest, dass die Essentials, also D3, K2, Zink, Magnesium und Omega-3, wenn das beides so unglaublich wichtige Produkte sind, warum hast du die denn nicht in ein Produkt gepackt? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich möchte erklären, warum ich das sogar sehr, sehr schlecht finde, das in ein Produkt zu packen. Und wie gesagt, diskutiert mal darunter. Es gibt einen Hersteller, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt, aber der hat das gemacht. Der hat, glaube ich, D3, K2 und Omega-3, glaube ich, in ein Produkt gepackt. Hat dazu getan, als hätte er das Rad neu erfunden, dabei hat er das einfach nur zusammengepackt. Wie gesagt, auch ich habe die Sachen nicht erfunden. Ich versuche sie einfach nur in bestmöglicher Qualität euch zu erklären, warum es gut sind und euch einfach weiterzugeben. Der hat das gemacht. Wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht gut und das möchte ich kurz hier erklären. Wenn man einfach mal davon ausgeht, dass Omega-3 für mich ein ganz anderes Produkt ist. Omega-3 ist vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt, aber Omega-3, und das sage ich ganz, ganz, ganz klar, Omega-3 ist die Dosierung unglaublich abhängig von eurem Lebensstil und von eurer Ernährung ganz besonders. Ich möchte nicht, dass ihr Omega-3 nur über die Kapseln deckt. Bei allen Videos, bei allen Rezepten versuche ich immer darauf zu achten, dass ihr insgesamt Omega-3 hauptsächlich aus eurer Nahrung konsumiert. Und ganz wichtig, damit ihr ihr solltet wenig Omega-6 konsumieren. Es geht bei Omega-3 nicht nur so viel Omega-3. Deswegen kann ich auch nicht ganz genau beantworten, wie viel brauche ich denn von deinen Kapseln? Ich kann es nicht genau beantworten, weil es eben damit zusammenhängt, wie viel Omega-6 ihr habt und insgesamt wie viel Omega-3 ihr in der Nahrung habt. Ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der viel Fisch isst, der viel fettigen Seefisch isst, der gleichzeitig darauf achtet, dass seine Omega-6-Fettsäuren niedrig sind, es geht nämlich um das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3, dann braucht ihr gar keine. Und das sollt ihr auch so machen. Bitte, 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 bitte. In dem Fall wirklich, Omega-3 ist wichtig, aber ihr könnt es auch absolut mit der Nahrung decken und wenn ihr eben darauf aufpasst, dass Omega-6 niedrig ist, braucht ihr gar keine Kapseln, gar keine. Wir haben aber in der heutigen Zeit sehr viel Omega-6-Fettsäuren in ganz vielen Lebensmitteln mit drin, alles wird mit Getreide gefüttert, wir essen insgesamt recht viel Getreide und so weiter, wir haben recht viel Omega-6 und wir haben kaum, in kaum Lebensmitteln, deswegen sage ich auch Seefisch, ist fast das Einzige, wo ihr eben EPA und DHA in guten Konzentrationen bekommt. Aber wenn ihr jeden Tag 300 Gramm fettigen Lachs esst, zum Beispiel, plus ein paar Walnüsse, plus ein paar Freiland-Bio-Eier und so weiter, dann reicht es aus. Aber ich tue es eben nicht. Ich tue es eben nicht und ich tue es nicht jeden Tag. Ich esse gerne Fisch und an den Tagen, wo ich zum Beispiel fettigen Fisch esse, dann esse ich eben keine Omega-3-Kapseln. Und das ist ganz wichtig und das ist auch gut so. Ich möchte nicht, dass ihr durch Omega-3-Kapseln keinen Fisch mehr esst. Überhaupt nicht. Ich möchte auch nicht, dass ihr dann nicht mehr darauf achtet. Nein. Wenn ihr aber mal Tage habt, wo ihr ein bisschen mehr Getreide gegessen habt, wo ihr keinen Fisch gegessen habt zum Beispiel, dann könnt ihr die nehmen. Und dann schaut ihr einfach, dass ihr auf eure Omega-3-Ratio oder auf eure empfohlene Dosis kommt. Anderer Punkt ist zum Beispiel auch, ich mache oft einen Mini-Cut, wo ich zum Beispiel dann andere Fettquellen fast komplett streiche. Da nehme ich wesentlich mehr Omega-3-Kapseln. Ihr kennt da meine ganzen Videos zum Mini-Cut und so weiter. Da nehme ich wesentlich mehr, weil ich da mich konzentriere auf das, was der Körper wirklich braucht. So, das heißt, das schwankt extrem bei Omega-3 und sollte es auch. Aber Sachen wie Zink, wie Magnesium, wie Vitamin D3. Erstens, ihr werdet es mit einer gesunden Nahrung, ihr werdet diese Mengen nicht
decken können. Das kriegt ihr nicht hin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sind Sportler, wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach, es geht nicht nur darum, einen Mangel vorzubeugen. Wir wollen ein Optimum erreichen. Ich werde noch ganz, ganz genau sagen, wofür Zink ist, wofür Vitamin D3 ist, habe ich auch schon erklärt. Wofür Magnesium da ist, habe ich auch schon grob erklärt. Ansonsten, ich weiß, es nervt wahrscheinlich ein bisschen, aber bei Goku mal schauen, zum Beispiel das Zink-Video, genial erklärt und absolut richtig. Und das ist auch der Grund, warum fast alle Sportler, besonders alle Fitness- und Muskelaufbausportler eben Zink, Magnesium und solche Sachen supplementieren auf Vitamin D3. Wir brauchen mehr, weil wir viel ausschwitzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir schädigen unsere Muskulatur im gewissen Maß und wir wollen ja etwas aufbauen. Wir wollen ja Muskulatur aufbauen. Dafür brauchen wir einfach mehr. Das decken wir nicht mit der Nahrung. Und das sollten wir auch mit der Nahrung nicht decken. Schauen wir uns einfach mal Zink an. 100 Gramm Haferflocken, 3 Milligramm in etwa, um auf die meine empfohlene Tagesmenge von 30 bis 50 Milligramm am Tag Zink zu kommen. Wir haben in der Portion 30 Milligramm. Natürlich kommt was noch aus der Ernährung mit rein, sollte auch selbstverständlich. Dafür müssten wir viel zu viel Haferflocken essen. Sonnenblumenkerne haben viel Zink, aber Sonnenblumenkerne haben sehr, sehr viel Omega-6-Fettsäuren, solltet ihr auch insgesamt meiden. Rindfleisch hat auch irgendwo bei 3 pro 100 Gramm. Ist auch, wie gesagt, ihr kommt nicht auf diese Mengen und dafür müsst ihr einfach unglaublich stark darauf achten. Ich möchte ein Optimum erreichen, Vitamin D3. Wir kommen nicht auf diese Menge und die sollte aber auch meiner Meinung nach immer gleich bleiben. Und die bleibt, wie gesagt, bei den Essentials ist ein Tagesprodukt. Das sollte gleich bleiben. So, und das erklärt eigentlich auch sehr, sehr schnell den Grund, warum ich das nicht zusammenpacken will. Das eine ist ein Nahrungsergänzungsmittel, die Essentials, das ergänzt eure Nahrung. Das andere, die Omega-3-Fettsäuren, ist für mich Nahrung. Und eine kleine Alternative, nicht gänzlich, aber eine Alternative zur Nahrung, zu Fischkonsum und so weiter. Wenn ihr das Ganze kombiniert und immer dann zum Beispiel viel auf euer Omega-3 zum Beispiel in so einem Mini-Cut kommen wollt, dann habt ihr von den anderen, dann schießt ihr von den anderen viel drüber, das braucht ihr überhaupt nicht und andersrum genauso. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, komme ich nochmal wieder zum Preis. Mir ist deswegen auch der Preis bei solchen Produkten unglaublich wichtig. Ich möchte, dass es günstige Produkte sind. Wenn ihr aber zum Beispiel Omega-3 und zum Beispiel K2 in eine Kapsel packen wollt, müsst ihr, weil es sonst unwirksam wird, das K2 Mikro verkapseln. Das ist ein Prozess, der ist aufwendig und der ist teuer. Und damit wird das Produkt teurer. Es bringt mir nichts, ein Produkt so zu machen, dass es teurer wird, weil dann, ihr sollt es, wie gesagt, es soll ein Tagesprodukt werden, es soll ein Daily-Produkt werden und es soll günstig sein. Mir war in diesem Fall, bei der Konzeption dieser Produkte, war der Preis-Leistung, also beste Qualität zu einem bestmöglichen Preis, war mir wirklich das Allerwichtigste, weil es eben für mich so wichtig oder weil es für mich so das beste Supplement ist, will ich einfach auch, dass der Preis nicht das wirkliche Hindernis ist. Und deswegen kommt auch dieser Preis zustande. Viele fragen auch, wie kommt dieser Preis zustande? Das ist für mich das Allerwichtigste. Und wie gesagt, um da irgendwelche Mikroverkapselungen zu machen und so, braucht man nicht, wenn ihr es einzeln nehmt. Überhaupt nicht. Und man muss es auch nicht in Fett lösen. Ihr esst einfach die Essentials zu einer Mahlzeit. Fertig. Punkt, aus, Ende. Und das ist meine Begründung, meine Meinung. Und ich glaube, sie ist sehr, sehr logisch. Und ich glaube, sie ist auch sehr sinnvoll. Ihr sollt Omega-3-Fettsäuren bitte über die Nahrung decken. Das ist so wie, als würde ich euch irgendwelche Vitaminkapseln verkaufen und sagen, jetzt müsst ihr kein Gemüse mehr essen. Völliger Blödsinn, absoluter Blödsinn. Ihr sollt fast alles mit der Ernährung decken. Zink, Magnesium, Vitamin D3, K2, das ist etwas, was ich über die Nahrung nicht decken kann. Und das war's. Das war's. Für mich war's das Ganze. Und deswegen, um auf Optimum zu kommen, wie gesagt, das Ganze noch mit da drin. So, ich hoffe, ihr versteht, warum ich das so gemacht habe. Und bitte kommentieren. Bitte, bitte drunter kommentieren. Auch wie man auf die Dosen kommt. Also wie man dann irgendwie in einem Minicut auf 2-3 Gramm EPA, also das haut nicht hin. Das sind keine Produkte, die in der gleichen Menge zusammenkommen sollen. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, das zusammenzupacken, meiner Meinung nach. Wenn ihr eine andere habt, ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt und kommentiert fleißig. Kommentiert fleißig, bitte seid respektvoll. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn andere da irgendwie respektlos einfach gegen andere hauen. Da bin ich kein Fan von, aber wie gesagt, meine Meinung ist diese und ich hoffe, ich habe sie mit Respekt rübergebracht.
Und ich glaube, wir müssen da eben mehr zusammenhalten und nicht gegeneinander schießen und voneinander lernen. So, meine Freunde, bis dahin, abonniert den Channel. Ich hoffe, es war vielleicht ein bisschen eine Hilfe. Aufruf zu einer gesunden Ernährung an dieser Stelle auch nochmal. Und ja, abonniert den Channel, bleibt dabei, denkt an das Angebot. Wie gesagt, nur die Woche und der Preis, glaubt mir, der wird danach nicht mehr möglich sein, der Einführungspreis. Und es ist so wirklich schon ziemlich krass. Und ja, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Ich freue mich, bei euch, euch auf der FIBO zu sehen. Ich freue mich riesig, euch auf der FIBO zu sehen und ja, besten Supplements, Body AP Nutrition, nur sinnvolle Supplements, nur wirklich sinnvolle Supplements, die besten Klamotten BAP Wear. Bis dahin, euer Simon.